Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Mass Effect. So, wir haben jetzt noch eine Quest hier. Mal sehen, ob die Änderung jetzt extreme Vorteile bringt oder nicht. Werden wir gleich sehen. Denn wir sollen uns ja hier den Kampf anschließen. Und dann schauen wir nochmal. Sie nähern sich dem Navpunkt der Ruhmsucher. Die Catch-Station ist nicht weit entfernt. Ich kann das nicht. Es ist einfach unmöglich, diese Station einzunehmen. Sind Sie Tesh? Uah, ich hatte Sie gar nicht gesehen. Ja, ich bin Tesh. Wie haben Sie mich gefunden? Moment, es waren Kolf und die anderen, richtig? Bei den Sternen. Erzählen Sie Ihnen nicht, dass Sie mich so vorgefunden haben. Ich hatte nicht mit so vielen Sicherheitsmaßnahmen gerechnet. Und je länger ich hier sitze, desto mehr zweifle ich an allem. Sie sind einfach nur vernünftig. Sie erkennen die Realität dessen, was Sie hier tun. Zweifel und Mutlosigkeit verhindern eine gesegnete Wiedergeburt. Man vergisst sein vorheriges Leben. Und wenn man sich nicht erinnert, ist man genau wie jeder andere. Da wäre es besser, erst gar nicht zu sterben. Was für eine Erkenntnis. Sehen Sie, je mehr ich darüber nachdenke, desto schlimmer werden meine Gedanken. Es wäre vielleicht das Beste, Ihr Vorhaben einfach aufzugeben. Ich kann nicht wieder nach Hause gehen. Das würde bedeuten, ich wäre gescheitert. Von dieser Schande würde ich mich niemals erholen. Aber vielleicht, ich denke, wenn Sie mir helfen würden, könnten wir es schaffen. Und ob ich nun überlebe oder sterbe, ich würde zumindest nicht scheitern. Na gut, dann gucken wir mal. Haben wir schon mal die ersten zwei? Und da sind noch deutlich mehr. Sitzen da alle drinne. Na gut. Dann wollen wir mal gucken, was die Rüstung so Neues, Schönes drauf hat. So. Okay, das war nicht weit genug. Aber die Rüstung hält gut. Noch Barriere dazu und dann passt das. Ich verstärke Ihre Schilde. Gleich nochmal ein Stufenaufstieg. Nice. So, ne? Oh, ich lebe noch. Und ganz ehrlich, ich bin froh darüber. Man kann auch stärker werden, indem man überlebt und dazulernt. Außerdem bin ich noch niemandem begegnet, der eine gesegnete Wiedergeburt hatte. Was, wenn es die überhaupt nicht gibt? Bei den Sternen. Meine Freunde würden sich von mir abwenden, wenn sie mich jetzt hören könnten. Vor allem Vench. Ich habe beinahe Angst, zu ihnen zurückzukehren. Ich kann Ihnen nicht sagen, was Sie tun sollen, aber vielleicht kann Ihnen ja Roshwa Lin helfen. Ich habe Roshwa schon immer gemocht. Und Sie haben recht. Sie wird wissen, wie ich mit meinen Freunden umgehen sollte. Vielleicht können wir ja mit ihnen reden, oder... Ich höre einfach nicht mehr auf Sie. Wir sind zusammen aufgewachsen. Manchmal lebt man sich eben auseinander. Ja, vielleicht. Danke, Pathfinder. Und zumindest haben wir diesen Cat richtig in den Hintern getreten. Aber sowas von. Das lief sogar richtig gut.
So, wir haben jetzt hier hinten noch eine Kiste übrig. Die würde ich mir gerne nochmal schnappen wollen. Düsen wir jetzt nochmal schnell durch, aber ich bin echt beeindruckt. Die neue Rüstung taugt ordentlich was. Also so, wie ich mir halt auch eine Rüstung vorstelle. Die anderen Rüstungen sind halt eher so, ja, ich gebe dir halt dafür Stärke, aber für mich ist eine Rüstung, die soll dich schützen. Und nicht boosten. Aber gut. Jetzt habe ich ja die richtige Rüstung. So, dann holen wir uns jetzt da nochmal fix die Kiste. Dann sind wir hier eigentlich auch schon so gut wie fertig. Ohohoho. Schnell aussteigen. Aha, Nahalen. Element Zero. Ja, wir nehmen erstmal alles mit. Nochmal das Präzisionsgewehr. Und jetzt werde ich mir mal diese Kiste da schnappen. Das heißt, ich markiere sie einmal kurz und jetzt gucken wir mal, dass wir diese da noch finden. Und dann sind wir hier erstmal auf Volt. Soweit fertig. Suppi. Und ich fühle mich gewappnet für die nächsten Einsätze. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wo soll die denn sein? Mal hier liegt so einfach nur so ein Behälter rum. Die ich nicht mitgenommen habe. Ist es vielleicht oben drauf irgendwie? Weil keine Ahnung, wo ich diese Kiste suchen soll. Ich finde, die neue Rüstung sieht auch ein bisschen hübscher aus als die von den Cat. Hat mir eigentlich auch gut gefallen. Aber die anderen Rüstungen, die wir sonst hatten, bis jetzt, die sieht ganz gut aus. Gefällt mir. So, und... Die Temperaturen liegen unter dem Gefrierpunkt und sinken weiter. Weil keine Ahnung... Oh, ich kann hier nicht unter durchlaufen. Da oben irgendwie hochkommen. Soll. Hast du Helgen schon? Nee, von hier aus kommen wir gar nicht hoch. Er muss das Gefühl kriegen, dass alles wieder normal ist. Es ist auch außerhalb, ne? Ist aber irgendwie auf dem Berg. Extreme Kälte registriert, Pathfinder. Also sagt mir jetzt hier, dass es hier irgendwo oben ist. Weil wir irgendwie da hochklettern können. Leider keine Entfernungsanzeige jetzt hier. Ich sehe mich schon runterfliegen. Ich sehe mich echt schon runterfliegen hier. Aber hier ist halt alles so abgedeckt, dass ich da nicht zur Kiste komme. So, ich habe jetzt noch eine Möglichkeit. Ich mach mal, damit ich nicht wieder durch die ganze Höhle reisen muss. Ich reise nochmal schnell auf die andere Seite. Weil da habe ich keine Möglichkeit hochzukommen. Das heißt, ich muss ja irgendwo. Die Umgebungstemperatur von hier aus liegt im normalen Bereich. Da hochzukommen. Lebenserhaltung ist stabil. Das heißt, wir fahren jetzt hier nochmal kurz ein Stückchen. Die Temperaturen liegen unter dem Gefrierpunkt und sinken weiter. Ja. Wollen wir ja auch nicht irgendwie runterdüsen? Bin ich beim Lager der Angara und bin tief gefallen. Ja,
selbst mit 6 Rad ist das halt ein bisschen zu steil hier. Ich kann halt nur ganz kurz abbremsen, ja? Alter, wer kommt denn hier drauf, hier oben irgendwas zu deponieren? Ganz ehrlich. Der ist zu steil. Okay. Nein, nicht immer ständig die Kamera drehen, so kann ich doch nicht steuern, Mensch. Temperaturen liegen im Normalbereich, Pathfinder. Lebenserhaltung wiederhergestellt. Ich glaube, ich mache hier nur Kacke. Habe ich gerade das Gefühl. So, hier irgendwo auf dem Berg. Extreme Kälte registriert, Pathfinder. Ja. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das nicht richtig ist hier. Jetzt sehe ich mich leider nicht. Weil er sagt, ich bin auf der anderen Ebene. Schwierig. Im Normalbereich, Pathfinder. Ich will da nicht schon wieder runter. Da drüben soll das sein? Wie soll ich denn da drüben rüber? Außer hier ständig in den Abgrund zu manövrieren. Dafür musst du ja richtig fliegen können. Oder auch nicht. Man kann es auch irgendwie so schaffen. Keine Ahnung, wie ich das jetzt gemacht habe, aber passt schon. Gut. Kommandobeine haben wir zweimal gekriegt. Alter. Gut, hier traue ich mich jetzt erstmal nur mit der Schnellreise raus. Ja, sind wir hier jetzt aber auf Vol doch erstmal soweit fertig. Ich sehe jetzt hier keine aktive Quest mehr. Nichts mit Fragezeichen oder so. Wir haben hier noch ein bisschen Ressourcen, falls wir brauchen. Aber erstmal jetzt wieder zurück zur Tempest. Ich registriere Temperaturen unter dem Normalwert. Gut, dann würde ich sagen, müssten wir jetzt eigentlich mal wieder zur Nexus zurück, ne? Weil hier ist jetzt erstmal alles soweit friedlich. Oder wir gehen halt jetzt das nächste Gewölbe machen. Direkt zu den Angara. Ryder, Vetra wollte, dass sie aufsuchen, sobald sie Zeit haben. Okay, machen wir. Sind sofort unterwegs. Dürfte ja nicht das Problem sein. Haben Sie kurz... Ey, Ikora fragt, ob sie auch nochmal Zeit? Okay. Oh, hey. Selber hey. Ich muss Sie etwas fragen. Schießen Sie los. Denken Sie, Sie werden Kinder bekommen, wenn dieser ganze Irrsinn vorüber ist? Wieso beschäftigt Sie das? Jill, meine Freundin, von der ich Ihnen erzählt habe, als Sie mich beim Pokern fertig gemacht haben, sie leitet das erste Repopulationsprogramm der Initiative in Prodromos. Und sie redet von nichts anderem mehr. Das hat mich nachdenklich gemacht. Letzten Endes geht es bei dieser ganzen Sache, bei der Andromeda-Initiative, doch im Grunde darum, dass wir uns vermehren. Ja, zumindest für diejenigen von uns, die das Glück haben, das alles zu überstehen. Ganz genau. Und das sind schon mal nicht allzu viele.
Wir sind nur noch eine oder zwei Katastrophen davon entfernt, zu wenige zu sein, um überleben zu können. Jill hat recht. Wir sollten möglichst bald damit anfangen, Kinder in die Welt zu setzen. Definitiv. Wer hätte gedacht, dass diese ganze Geschichte letztendlich nur eine bessere Partnervermittlung ist? Ach, der biologische Imperativ ist irgendwie scheiße. Es gibt andere Möglichkeiten der Fortpflanzung. Man braucht dafür nicht unbedingt eine Liebesbeziehung. Ja, ich schätze, ich könnte vielleicht DNA spenden. Oder wie auch immer das läuft. Sie wissen doch, wie ich bin. Ich tue, was auch immer mir mein Bauchgefühl gerade sagt. Und blicke nicht zurück. Meiner Mutter zufolge war mein Vater genauso. Keine Ahnung, ob das stimmt. Sein Bauchgefühl hat ihn schon vor meiner Geburt dazu gebracht, weiterzuziehen. Das klingt irgendwie nach meinem Vater. Sie tun ihm Unrecht. Er wollte sie in seiner Nähe haben. Er hat dafür gesorgt, dass sie und ihre Schwester ihn hierher begleiten. Und er ist für sie gestorben. Ja, aber er hat andere Entscheidungen getroffen, durch die er sich von uns entfernt hat. Das kann genauso schlimm sein. Ich verstehe, was Sie meinen. Trotzdem wären wir ohne unsere Väter nicht hier. Sie haben uns in die Welt gesetzt. Vielleicht genügt das ja schon. Danke, Ryder. Es hat gut getan, darüber zu reden. Jupp. Und dann würde ich erstmal sagen, müssen wir jetzt erstmal weiter runter. Machen wir erstmal die Liste soweit abarbeiten hier. Sind das Bilder der Aufstiegskammer? Ja, die Cat benutzen medizinische Ausrüstung der Angara. Das könnte vielleicht eine Spur sein. Ich will diesen Cat-Bastarden voraus sein, falls ihnen Sid je in die Hände fallen sollte. Naja, stellen Sie sich vor, es wäre Sarah. Sarah ist alt genug, um auf sich selbst aufzupassen. Ich habe immer noch das Gefühl, für meine Schwester verantwortlich zu sein. Ich bin alles, was sie hat. Sid war noch so jung, als uns unser Vater verlassen hat, und ich war, naja, so alt, wie sie jetzt ist. Sie haben ihre Schwester ganz allein großgezogen? Das war bestimmt nicht leicht. Mir blieb nichts anderes übrig. Ich habe ewig darauf gewartet, dass unser Vater wieder nach Hause kommt. Aber vergeblich. Er hatte sich auf einige üble Sachen eingelassen, auf üble Leute. Letzten Endes hat es ihn dann eingeholt. Er konnte nirgendwohin fliehen. Für ihn gab es keine andere Galaxie. Sind Sie deshalb hergekommen? Wenn man jung und dumm ist, trifft man falsche Entscheidungen. Verärgert die falschen Leute. Und so etwas holt einen immer wieder ein. Und auch diejenigen, die einem am Herzen liegen. Ich will nicht eines Tages nicht mehr nach Hause kommen. Wir sind ein Team. Ich werde nicht zulassen, dass Sid sie verliert. Danke, Ryder. Das bedeutet mir viel. Zumindest ist Sid jetzt älter. Vielleicht muss ich mir ja gar nicht mehr so viele Sorgen machen. Aber gut, ich sollte jetzt wieder an die Arbeit gehen. Vielleicht haben meine Leute ja irgendwas gehört. Plaudern wir später weiter? Wir können gerne später weiter plaudern. Gut, Cora möchte als nächstes... Also wieder hoch. Und ins Biolabor. Sie unterwerfen und versklaven andere nicht einfach nur. Die Cat nehmen einem alles, was man ist, und nutzen es zu ihrem Vorteil. Sie sind der schlimmste Feind, den man sich vorstellen kann. Ein Feind, der einen dazu bringt, gegen seine eigenen Leute zu kämpfen. Und dieses Wissen verfolgt Jarl jeden Tag. Jetzt, da wir die Wahrheit kennen. Freunde, Nachbarn, sie alle wurden verwandelt. Und sie sind loyal gegenüber dem, was sie verwandelt hat. Das alles geht ihnen ziemlich nahe. Kandros will wissen, welche Strategie wir gegen die Cat verfolgen wollen. Ich habe mit Drak gesprochen. Wir könnten unsere Guerillataktik ausweiten, militärische Berater der Angara hinzuziehen, den Aufstieg weiter erforschen. Aber ich weiß einfach nicht, was das Richtige ist. Ich wünschte, Ihr Vater könnte mir einen Rat geben. Wir schaffen das schon. Wir stehen Seite an Seite, Schulter an Schulter. Oder wie auch immer Sie möchten. Sie lassen sich nie entmutigen, oder? Sie rappeln sich immer wieder auf und lächeln dabei, als wüssten Sie, dass ich genau das brauche.
Sie sind mir einfach wichtig. Ist das denn so seltsam? Und süß sind sie auch noch. Was soll ein Mädchen da machen? Wieso kann nicht alles so unkompliziert sein? Nizira, ihr Vater. Sie hatten immer einen Plan, an den ich mich halten konnte. Ohne klare Strategie kann es viel zu leicht passieren, dass jemand zu Schaden kommt. So wie jetzt. Sämtliche Pläne der Initiative sind gescheitert und deshalb sterben Leute. Wir stehen vor Herausforderungen, auf die wir uns niemals hätten vorbereiten können. Aber wir können uns zumindest auf den Kampf gegen die Cat vorbereiten. Sarissa wird wissen, was zu tun ist. Wir müssen sie und die anderen Asari nur finden. Es wird gut tun, wieder Gewissheit zu haben. Okay. Gut. Hi, Phoebe. Dann würde ich sagen, machen wir uns jetzt mal auf zur Nexus. Ich werde es tun. Ich habe sämtliche Tests durchgeführt. Sie ist ungiftig. Wenn wir hier leben wollen, muss jemand das Risiko eingehen und versuchen, etwas zu essen. Dr. Tepero, bitte unternehmen Sie etwas. Tun Sie es nicht, Suvi. Okay, ich habe gerade nochmal Funk gekriegt von Geh ins Biolabor. Dieser Archon. Was für ein arrogantes Arschloch. Okay, es ist vielleicht überflüssig, das bei einem Cat extra zu erwähnen. Er ist allerdings der erste Cat, der sich dazu herabgelassen hat, mit uns zu reden. Das ist eine hilfreiche Information. Ja, wir wissen jetzt, dass sie kommunizieren können. Sie ziehen es einfach nur vor, sofort das Feuer zu eröffnen. Also, was gibt's sonst noch Neues? Was haben Sie gemacht, während Sie Teil des Asari-Militärs waren? Ich war 4 Jahre bei einer Elite-Einheit, die sich Talanes Töchter nannte. Sie war Teil des Spezies-übergreifenden militärischen Integrationsprogramms des Rates. Ich schätze zwar, sie hatten beim Schutz des Arcturus-Portals eine aufregendere Zeit. Aber wir haben etwas Gutes getan. Selbst im Asari-Sektor war die Sicherung des Friedens ein Fulltime-Job. Wie war Ihre Elite-Einheit so? Janae und ich waren die Frischlinge. Tatis war unsere erfahrene Scharfschützin. Kalia hat uns zusammengeflickt und Valenza hat zwischen den Gefechten gebetet. Unsere Kommandantin Nisira hat uns durch den gesamten Athene-Nebel und noch weiter geführt. Die Arbeit einer Jägerin hört nie auf. Wer würde sich denn mit der mächtigsten Spezies der Galaxie anlegen? Vor allem sie selbst. Terroristen, Kulte, abtrünnige Adat Yakshi, Dissidenten, die eine Abspaltung von der Citadel forderten. Die Asari sind schon durchs All gereist, als bei uns gerade das Römische Reich entstand. Trotzdem haben auch sie Probleme. Und dafür gibt es die Elite-Einheiten. Sie waren doch bei der Allianz, bevor Sie Jägerin wurden, oder? Wieso hatten Sie sich verpflichtet? Wegen meiner biotischen Fähigkeiten. Ich habe noch auf dem Frachter meiner Eltern gelebt, als sie sich zum ersten Mal gezeigt haben. Eine ungeschulte Biotikerin auf einem Raumschiff ist gefährlich. Aber wir konnten uns keinen Lehrer leisten. Die Allianz bot mir Implantate, eine Ausbildung, alles. Aber das ist Schnee von gestern. Sie sind dran. Erzählen Sie mir doch noch mal, was Sie nach Andromeda geführt hat. Ich hatte Jahre damit verbracht, zuzusehen, wie Pioniere die Arcturus-Massenportale durchquerten, um Ruhm zu erlangen, während ich zurückblieb. Dann ist die Karriere meines Vaters den Bach runtergegangen. Niemand wollte sich die Finger an seiner KI-Forschung verbrennen. Ich habe davon gehört. Das muss für Ihre Familie alles verändert haben. Wir mussten gemeinsam irgendwo neu anfangen. Oder zumindest so gemeinsam, wie wir eben konnten. Also Andromeda. Die Raiders. Keiner von ihnen denkt jemals in kleinen Dimensionen, oder? Sind Sie mit jemandem hierher gekommen? Vielleicht mit jemandem, mit dem Sie gedient haben? Ich hatte meinen Spaß, wenn wir mal Landgang hatten. Aber das war nie etwas Ernstes. Asari-Jägerinnen sind experimentierfreudig. Aber ich war dort, um zu kämpfen, nicht um mich zu verlieben. Genau genommen sind Sie jetzt nicht mehr beim Militär. Ihnen entgeht auch nichts, oder?
Wie geht die Suche nach der Arche der Asari voran? Wir versuchen immer noch, dem Flugschreiber ihren letzten Kurs zu entlocken und dafür zu sorgen, dass wir kampfbereit sind. Nach 4 Jahren bei den Asari-Elite-Einheiten haben Sie doch bestimmt ein paar spannende Kriegsgeschichten zu erzählen, oder? Nisira hat mal einen kroganischen Warlord mit einem Satz Spielkarten getötet. Mit Spielkarten? Man kann offenbar daran ersticken. Wow. Wir sehen uns später, Cora. Ich werde hier sein. Okay, gut. Dann würde ich aber sagen, bevor wir jetzt an der Nexus andocken, machen wir jetzt hier nochmal einen klitzekleinen Cut. Es sei denn, es kommt jetzt noch irgendwas dazwischen. Nee. Dann machen wir hier an dieser Stelle erstmal einen klitzekleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also, schaltet wieder ein und bis denn.